Shalom Aleichem. Wir sprechen heute eine besondere Shiur über Schlüssel vom Herz. Mafteach Halev. Die Generalschlüssel vom Herz. Sehr oft und viele Menschen in vielen Zeiten lernen viel, studieren viel, machen sich Fortbildung, nutzen die Zeit, um zu steigen. Aber die Frage ist, was ist mit dir? Was ist mit deinen Gefühlen? Was ist mit deinem Herzen? Ist was passiert mit dir? Hast du eine Änderung in dir? Oder es ist alles nur so Esel, der trägt Bücher. Du hast das Wissen, aber das Wissen ist eins und ich bin zwei. Wie kann man machen, das Lernen mit mir soll eins werden? Dass das, was der Mensch lernt, soll werden wirklich sein Blut, Fleisch und Blut von seinem Leben, so wie Essen, so wie Nahrung. Nicht nur in Kopf 1 und in Gefühle, in Gedanken 2. Das, was man wirklich, dein Emuna, soll wirklich gebunden sein zu deinem Leben. Darüber wollen wir reden heute. Der Talmud erzählt uns eine besondere Geschichte über Abaye. Abaye ist bekannt für jeder, der lernt Talmud. Er war Rosh Yeshivat Pumpedita. Er war ein großer Torah-Gelehrter. In seiner Kindheit war er weise und er hat die ganze Zeit Torah gelernt. Ein Tag geht er auf die Gasse und er sieht einen Mann und eine Frau, beide, die haben keinen Kontakt eine mit dem anderen, familiär, die sind nicht verheiratet, die sind nicht verwandt, die sind nicht verschwägert. Fremde Mann und Frau, beide sind verheiratet, aber die gehen eine mit dem, sagt einer dem anderen, komm, es ist ein langer Weg jetzt zu gehen und es ist ziemlich unangenehm alleine zu gehen, komm, ich begleite dir ein Stück weg. Und da denkt dabei, was? Fremde Mann mit fremde Frau begleiten einer dem anderen, es wird bestimmt, steckt viel mehr dahinter. Es kann nicht sein, dass die beiden sich nur begleiten ein Stück weg. Und er war so ein Schomer und die beiden gehen auf den Weg, sprechen, unterhalten. Und zusammen, der Weg ist viel angenehmer als alleine. Wenn sie kommen zu so einer Kreuzung, sie machen so Tschüss, Shalom, einer zu dem anderen und der Mann und die Frau, jeden geht seinen Weg. Und alles war Bigdushau, Betara, alles war mit Heiligtum und mit Reinheit, ist nichts dahinter, was passiert. Und es war für Abaye so eine Ohrfeige, was, die sind besser als ich. Mein Kopf kommentiert diese Geschichte, dass wenn beide gehen auf dem Weg alleine, bestimmt haben sie etwas Beziehung oder romantisches Kontakt. Die haben irgendeine Verbindung, so habe ich gedacht. Und da steht geschrieben, er hat beim Eingang von seiner Tür, er hat abgelehnt auf dem Schloss, auf dem Manul Adeles, auf dem Briach Adeles. Und da kam zu ihm Ahu Saba. Also Abaye war sehr enttäuscht. Ich bin so ein Rosh Yeshiva, so ein Tzadik, so ein Torah Gelehrter. Und wenn ich sehe, eine fremde Frau und Mann gehen alleine auf dem Gas, allein Weg, gleich denke ich, dass zwischen die beiden ist viel mehr da, als was man sieht. Und nein, die beiden sind pur, wie man sagt, gute Bekannte, gute Nachbarn oder gute Menschen, die haben gesprochen, einer mit dem anderen. Soll sein ein angenehmer Weg zu zweit. Und er war enttäuscht, wie kann das sein, dass in meinen Kopf kommen solche merkwürdige, komische Gedanken, dass etwas mit den beiden ist nicht ganz koscher. Und da kam zu ihm Ahu Saba, also das ist Eliyahu Hanavi, und er hat ihm gesagt, einen Satz, Kol ha-gadol mi-chavero, Yitzro gadol mimenu. Jeder, der größer als dem anderen, sein Trieb ist auch größer. Also denk nicht, dass du bist geworden ein größerer Mensch, ein Position-Mensch, ein anerkannter Mensch, ein Torah-gelehrter Mensch, ein Rav, ein Rosh Yeshiva, ein, was weiß ich, Präsident von Amerika.
denk nicht, dass dein Trieb hat sich beendet. Ganz im Gegenteil. Kola Godol Michaveiroi, Itzoi Godol Imenu, jeder der größer als dem anderen, sein Trieb ist auch größer. Boruch Atoa Adinoi, Elohinu Melech Oilom, Sheakoi Nio Bidvoroi. Sehr schön. Sehr gute Wasser. Gut. Moshe Rabbeinu geht in Horeb, in Midian, und da sieht er einen Dornbusch. Und das Feuer ist da, aber die Busch ist nicht gebrannt. Die Frage ist, das, was hat Moshe gesehen, passiert uns auch, viele Menschen, in unserem Herz. Wir haben manchmal eine Flamme, Warmkeit, Göttlichkeit, Gefühle, aber es bleibt für eine kurze Zeit und dann tschüss, Feuerwerk, Shabbat Shalom, es ist verbrannt. Wie kann man wirklich einzünden das Schlüssel vom Herz? Zu haben Licht im Gesicht, innere Freude, innere Zufriedenheit, innere Genugtuung. Wie kann ich mir selbst verbunden sein zu dem, was ich glaube? Wir dienen Gott. Wir lieben Gott. Wir machen seine Tora, seine Mitzvot. Aber was passiert mit mir? Bin ich geblieben demselben Esel, demselben Ochs, demselben Fuchs, derselbe Hase? Was ist mit mir? Habe ich mich geändert? Was passiert mit mir? Nach dem Davnen, nach dem Shiur, nach dem Toralesen. Gut, es ist bekannt, die Erklärung von Tanja. Hashem will, du sollst dein ganzes Leben kämpfen und gehen deinen Weg. Maximum schließen dein Schlösser, wie viel du kannst. Also wir wissen, ein Mensch kann kontrollieren seine Gedanken, seine Reden und seine Handlungen. Was heißt das? Der Mensch ist nicht verantwortlich auf die erste Gedanke. Er ist verantwortlich auf die zweite. Die erste kommt von der Yetzer Hara, von Hashem. Die zweite liegt in dir, ob du darüber weiter denkst oder nicht. In alle Sachen am Leben. Es ist so wie Werbung in Computer. Sie schreiben dir eine, möchten Sie diese Seite klicken, ja oder nein? Bist du über 18 Jahre, ja oder nein? Und da weißt du, du kannst klicken, Chas v'Shalom, ja, und dann bist du in die Hölle, in die Gehenom. Und wenn du sagst nein, bist du in Gan Eden, kriegst du nicht rein zu Casino, kriegst du nicht rein zu Sachen, die verderben und nehmen von dir Energie. Wie sagt Professor Tversky? Die Frage ist, was hast du? Du bekommst was oder du gibst was? Wenn du bekommst was, Lernen, Verstärkheit, Emunah, sehr gut. Wenn du verlierst deine Zeit, deine Energie, oivavoi. Okay. Was wollen wir heute sagen? Wir wollen etwas sehr Interessantes sagen. Gut, also lass uns schließen der erste Part. Wir sind zuständig auf dem Schloss. Und deshalb Abaye hat verstanden, dass er muss Verantwortung nehmen auf sein Schloss. Stimmt, dass er hat solche Gedanken, aber er muss herrschen seine Handlung, sein Reden und seine Gedanken. Deshalb beim Eingang nach Hause lehnt er sich auf dem Eingang vom Schloss. Aber ja, ganzes Leben Krieg, ganzes Leben Kampf, immer, ewig, ohne Ende, ohne Ruhe, ohne Pause. Wie kann man sich wirklich ändern? Wir möchten heute eine kurze Gedanke von dem Friedrich Rebbe erwähnen. Der Friedrich Rebbe sagt, dass es gibt zwei Mitzvot, wo ganzen Volk Israel macht das, fast alle. Brit Milah, Beschneidung mit 8 Tagen. Und Lela Seder, Sederabend, Agadah Shel Pesach, die Agadah.
und die Matzot. So wie das erste Gebot beim jüdischen Volk, als die Juden sind raus von Mitzrayim, zwei Sachen haben sie gemacht. Sie haben sich alle beschnitten und alle haben gemacht die Agada. Nicht umsonst, glaube ich, Eliyahu Anavi, Prophet Eliyahu, kommt zu unseren Häusern. Eliyahu Anavi hat gesagt zu Hashem, dein Volk hat vergessen dein Bund. Sagt Gott, nein, nein, nein. Sie haben meinen Bund nicht vergessen. Zwei Mitzvot halten sie noch. Brit Milah, alle Juden machen Beschneidung und alle Juden feiern Pesach. Und deshalb in die zwei Gelegenheiten kommt Eliyahu Anavi. Wo kommt Eliyahu Anavi? Er kommt nach Hause. Das sind Mitzvot, die passieren zu Hause. Warum zu Hause? Eine gute jüdische Familie, eine gute traditionelle Familie beginnt alles zu Hause. Torah ist nicht nur intellektual zu sein, ein Gelehrter. Torah bedeutet, ich bin ein Teil von dem Spiel. Das ist die Idee von Chassidut. Ich lerne nicht nur über Gott, so wie Kabbalah. Ich rede über Mensch, über mir. Deshalb, die erste Sache, was man will, um den Herzensschlüssel zu öffnen, zu Hause. Zu Hause, Babait, mit dem Mishpacha. Dort gibt man eine starke jüdische Identität. Wie? Durch Geschichten, durch Erzählungen. Jeden Thema am Leben, die du willst erklären, durch Philosophie, es ist sehr schwierig. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt eine große Diskussion in der Welt über Sterbehilfe. Wenn ein Mensch ist krank oder alt, ob soll man ihn töten oder nicht? Der Kopf sagt, nicht so dramatisch. Er leidet, und das Herz sagt, nein, ist doch Leben. Hashem hat ihm gegeben das Leben, warum sollst du töten? Oder umgekehrt, bei manchen Leuten im Herz wollen sie töten und im Kopf denken sie, nein, es ist verboten. Ich glaube, eine kurze Geschichte kann die ganze Sache erklären. Eine Geschichte, die hat erzählt Rav Lau, der Oberrabbiner von Tel Aviv, dass er war einmal in einem Ärztegespräch und er sollte reden, die jüdische Thema über, soll man nicht verkürzen das Leben von Menschen. Und er hat gesagt, das, was sagt die Tora, Hashem hat gegeben, Hashem hat genommen, darf man nicht Leben nicht kürzen und so weiter. War dort ein holländischer Arzt aus Holland und hat gesagt, ich will euch was erzählen. Er war ziemlich alt, diesen Arzt, kein Jude. Und er hat erzählt, dass er, als er war Stagiaire, Praktikant, mit 30 Jahren begonnen, nur sein Leben, einmal kam irgendein alter Mann, halbe Stunde vor sein Ende von seiner Schicht, verletzt den Kopf von irgendeinem Hax und Holz. Und es ist schlimm aus, die Lage. Und man konnte ihn bearbeiten und leben. Da sind gekommen drei Schlobaten, seine Kinder. Und sie sagen so ganz brutal, ach, der hat schon genug gelebt. Er kann schon ruhig sterben. So eine Geschichte kann die Menschen erklären, warum es ist so schlimm und so gefährlich, wenn Kinder treffen Entscheidungen über die Älteren. Man kann niemand urteilen. Ich würde nicht vergessen, der Tag von der Sohn von Shimon Peres, als gegangen zu den Fernsehen, hat gesagt, wir treffen heute Abend große Entscheidungen, was wird passiert mit unserem Papa. Das ist nicht unsere Tradition. Das ist nicht unsere Lehre. Kinder töten nicht Eltern, genauso wie Eltern töten nicht Kinder. Es gibt, muss man nicht das Leben verlängern, aber verkürzen darf man auch nicht. Wenn ein Mensch leidet, soll man ihm geben Morphium, betäuben und Maximum Leben schenken. Es spielt keine Rolle, ob das ist eine 12-jährige Mädel oder eine 80-jährige Oma. Die beiden sind genauso wichtig. Gerade jetzt in der Synagoge war Ayid aus Manchester, der heißt Sifer, edler Mann, sehr schön gebetet. Ein litwischer, aber ein sehr, sehr edler Mann. Sehr feiner Jid, mit guten Kindern. Beten gut, habe ich gesehen. Habe ich ihm gesagt, nach dem Davnan Shalom Aleichem. Ich erzähle ihm, ich komme aus Deutschland. Ja. Jeden reden, sehr schön.
sagt er mir, ah, ich habe ihn gefragt, nach wem betest du beim Omed? Warum bist du Vorbeter? Ich sehe, du bist in Trauerjahr. Sagt er, ja, meine beiden Eltern sind am letzten Jahr gestorben wegen dieser Covid, wegen diesem Virus. Einer nach dem anderen, innerhalb zwei Wochen. Er hat fast begonnen zu weinen. Ich habe gedacht, es bestimmt jetzt junge Eltern. Nein, beide sind schon über 80. Er ist selbst paar und 60. Über 60. Seine Eltern waren über 80. Aber Älteren ist Älteren, sollen sie leben Maximum. Die älteren Menschen sollen leben gut. Sie haben verdient gutes Leben, sie haben viel getan dafür. Sie haben nicht verdient zu sterben. Oder dass die Leute wollen, soll er sterben. Die wollen einfach wissen, dass es wichtig zu leben. Alles gut? Ani magia, shtey dakot. Also, deshalb alles, was man tut, soll man wirklich bringen ins Herz. Nicht lassen im Kopf theoretisch. Wir sind nicht ein Buch, ein Bücherregal. Wir sind keine Esel, der trägt Bücher. Und alles beginnt zu Hause, mit der Familie. Und dann erzählen viele Geschichten. Und wissen, dass das jüdische Volk wird weiterleben. Mit Brit Mila, mit Beschneidung, mit Agedah Shel Pesach. Und Agedah Shel Pesach bedeutet Leman Tesaper. Erzähl eure Kinder viel Geschichten über alles, was ihr habt am Leben, von eurem Leben, von eurer Tradition. Und sie werden mit diesen Gefühlen ihre jüdische Identität weiter binden. Kinder behalten ganz stark die Geschichten, was sie haben gehört von ihrem Leben. Schkoyach, behalte eure Herzensschlüssel warm und steigen. Und tun Sie was Gutes für Jiddischkeit zu verbreiten. Ihr könnt unterstützen unsere Tora in Frankfurt. Ihr bekommt so viel Shiurim, so viele gute Zeiten. Man braucht noch mehr und noch mehr. Und nicht nur Sachen, die theoretisch sind. Ich kriege so Bemerkungen, sehr informativ. Dankeschön. Sehr lehrreich. Dankeschön. Das ist alles nett. Höflich. Aber unser Ziel, unser Sinn ist zu kriegen Bemerkungen, ja, ich habe mein Leben geändert, ich kriege es aber selten. Mein Leben sind geändert. Manche schreiben, sie haben mir in schweren Zeiten geholfen. Ja klar, viele Leute kommen zu Hashem, wenn es denen bekloppt und schwarz geht. Die kommen zu Hashem, wenn es dir gut geht. Schkoyach, also tu was Gutes für die Welt und für sich.